Moinsen, Freunde der Sonne. Uns lange nicht mehr gesehen, ne? Heute haben wir mal wieder was Kleines vorbereitet für euch. Wir sprechen heute mal über eine wunderschöne Prostata-Massage, wie ich das immer gerne nenne. Wir sprechen heute mal über Buttkicker. Und was ein Buttkicker alles so macht, was ein Buttkicker so an Geld kostet und warum man eigentlich einen Buttkicker bräuchte oder auch nicht. Kleiner Disclaimer, ich habe keinerlei Auflagen dazu gekriegt. Ich kann sagen, was ich möchte. Wenn ich das Produkt kacke finde, dann könnt ihr das von mir hier direkt hören. Es ist wie immer. An der Stelle möchte ich mich bei Denso bedanken, dass er mir den zugeschickt hat. Denn vor kurzem habe ich ein Video gesehen und ich fand das sehr interessant, was dort erzählt wurde. Und ich wollte das ausprobieren. Also lasst uns doch mal loslegen und uns angucken, was das Ding so kann. Wie immer, wir sprechen zuerst mal über den Preis. Was hat denn dieses Ding jetzt so für einen Preis? Aktuell kannst du das im Simray Shop kaufen für 359 Euro. Wir sprechen mal nachher darüber, ob dieser Preis gerechtfertigt ist oder nicht. Erstmal vorweg, was ist eigentlich ein Buttkicker? Ein Buttkicker kann man ganz einfach beschreiben. Es ist eine Box, die dir Ton ausgibt und das Ganze gibt Vibrationen wieder und gibt dir haptisches Feedback, was in einem Auto passiert. Und boy oh boy, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich das schon viele, viele, viele Jahre vorher mir besorgt, denn das ist wirklich der absolute Kracher. Und wenn man jetzt nicht unbedingt Geld hat, um sich einen Motion Rig zu kaufen und was Kleines haben möchte, macht das schon richtig Spaß. Aber schauen wir doch erstmal rein, was ist in der Box drin, wenn das Ding bei dir zu Hause ankommt. Also was ist denn jetzt hier in dieser Box drin? Hast du gedacht, dass wir uns das jetzt angucken, ne? Nee, das ändert sich nicht vor der Sonne. Wir kürzen das Ganze ab. Da ist der Buttkicker drin, da ist der Verstärker drin und da ist auch noch die Kabellage dazu drin. Und dann hat sich das Ding auch schon gegessen. Vom Auspacken her war es sehr, sehr schön. Geruchstest war sehr gut. Also es hat jetzt nicht irgendwie nach einer Chemiebombe gerochen. Alles war wunderschön verpackt, alles war ordentlich verpackt. Es gab die Schrauben dazu, es gab die Kabellage dazu, es gab den Verstärker dazu und der Buttkicker selber. Wenn wir das Gerät jetzt ausgepackt haben, wird der ein oder andere wahrscheinlich, der gewiefte Zuschauer von euch, schon gesehen haben, dass hier hinten mein Sitz abgebaut ist. Warum ist er denn abgebaut? Weil ich euch kurz mal zeigen möchte, wie ich das gemountet habe. Ich bin natürlich ein Weltklasse-Reviewer und möchte euch das natürlich immer vollends zeigen. Da ich aber viel zu faul bin, den abzuschrauben, weil ich exorbitant lange Schrauben habe und das wirklich ein sehr großer Pain in the Ass ist, möchte ich dir zeigen, dass ich den so gemountet habe. Ich habe ihn einfach hier unten, wenn du genau hingucken kannst, durch meinen Sitz habe ich ein Loch gebohrt, 3 Stück, und habe ihn dann hier unten angeschraubt. Und das ist ein richtiges Gedicht. Ich weiß, dass man sich so ein bisschen, man hat vielleicht ein bisschen Angst, da rein zu bohren, weil es ein schöner Sitz ist und der sehr teuer ist, aber das lohnt sich wirklich, den da ran zu machen. Und das hat mehrere Vorteile. Ich möchte dir noch mal ganz kurz aufzeigen, wie man das Ding in einer anderen Variante mounten kann und warum diese Variante am Sitz anzuschrauben ein Vorteil ist. Also du kannst dir solche Brackets holen. Ja, das sind vorgefertigt, das ist einfach nur so ein, wie sagt man denn, so ein Stahlzylinder mit einer Halterung dran und den kannst du dir ans Rig ranmachen. Und dann kannst du mit der Halterung, die beim Buttkicker mit dran ist, hier, die kannst du aufschrauben und dann kannst du das Ding da reinmachen. Und dann kannst du das an deinen Rig schrauben. Aber die Geräuschentwicklung, wenn du den Buttkicker an das Gerät ranschraubst und dann an das Rig ran, ist wirklich sehr laut. Sehr, sehr laut. Ich habe mit meinen Nachbarn einen kleinen Disput gehabt, nicht im Negativen, aber sie haben sich bei mir gemeldet und versucht bei mir zu klingeln, um mir mitzuteilen, dass der Buttkicker doch ganz schön laut ist. Ich habe das dann ganz schnell wieder verworfen und der gute Denso hat mir den Tipp gegeben, bau das mal an deinen Sitz ran. Also nicht nur, dass es sich besser anfühlt an deinem Hintern, wenn das in den Sitz geschraubt ist, es ist auch gleich noch ein bisschen leiser. Ich möchte dir ganz kurz mal zeigen, wie ich das hier rangemacht habe. Wenn wir jetzt hier also am Rig sind, kannst du hier vorne die 2 Nutensteine sehen. Und das war bei mir so befestigt. Und da dran war dann der Buttkicker. Also diese Möglichkeit hättest du, aber würde ich dir wirklich von abraten und dir gleich sagen, schraub's in den Sitz rein. Mach 3 Löcher in den Sitz rein und schraub das einfach an dem Sitz fest, denn du wirst nicht so viele Schwingungen und Vibrationen haben, die direkt ins Rig reingehen, weil wenn du es dort ranmachst und ein Aluprofil direkt am Gestell hast, das macht richtig Remi-Demi.
Geräuschtest machen wir gleich noch, das kannst du dir dann mal anhören, wie der Buttkicker sich unter dem Sitz anhört. Aber tu dir selber den Gefallen, bohr in deinen Sitz rein und schraub ihn da an. Wenn wir jetzt gleich mal rübergehen an den Computer, wirst du sehen, dass wir das Ganze mit SimHub realisiert haben. In SimHub habe ich die Möglichkeit, alles Mögliche, was an Feedback aus den Spielen rauskommt, dort einzustellen. Du kannst das Ganze auch mit der hauseigenen Software machen von Buttkicker. Würde ich dir aber von abraten und bleib lieber im SimHub, sonst hast du nachher wieder 8000 Millionen Programme auf und das ist auch nicht so schön. Dann lass uns mal rüberhüppen und dann gucken wir uns das Ganze mal im Rig an, was das Ganze denn kann, was man dort einstellen kann. Und dann zeige ich dir mal, wie das richtig schön rammelt und dir den Hintern massiert. Wenn wir uns jetzt an den Computer setzen und das Gerät angeschlossen haben, bei mir ist es jetzt über USB dran, kannst du es aktivieren und du wirst es dann in Windows finden. Bei mir ist jetzt hier an der Stelle schon ein bisschen was vorbereitet. Hier siehst du ja Buttkicker Plus. Das würde ich dir auch empfehlen, dass du hier reingehst und den Buttkicker hier oben benennst und dir vielleicht auch ein anderes Symbol raussuchst, weil ich kann dann so zuordnen, dass das ein Buttkicker ist und nicht meine normalen Audio-Devices. Wenn du das gemacht hast, du musst keinen Treiber installieren, du musst einfach nur deine Einstellung hier tätigen. Ich habe den Pegel hier auf 50% gelassen, das war standardmäßig drin, ansonsten habe ich nicht irgendwas weiteres hier in Windows eingestellt. Und dann kannst du zu SimHub. Und wenn du in SimHub angekommen bist, da geht es erst richtig los mit dem ganz großen Spaß. Denn hier hast du die Möglichkeit, deine ganzen Shaker einzustellen und ganz viele wilde Dinge mitzumachen. Wenn du jetzt hier oben auf Sound Output gehst, dann wirst du sehen, dass hier der Buttkicker Plus angezeigt wird und mein DIY Buttkicker. Den DIY Buttkicker machen wir jetzt für den Moment erstmal aus, denn wir kümmern uns erstmal um den Buttkicker an sich. Du kannst hier jetzt also die Einstellung öffnen und ich habe das Ganze auf einen Custom Channel Map gemacht, so dass ich hier an der Stelle alles einstellen kann, was mir wiedergegeben werden soll auf meinem Buttkicker. Und da kannst du sehen, dass ich jetzt meine Engine Vibration drauf habe, mein Gear Shift, meine Road Vibration und TC habe ich jetzt aus, aber mache ich nochmal an, weil ich das vergessen habe anzumachen. Hier kannst du deine Channel testen. Das brauchst du beim Buttkicker nicht wirklich machen, weil der Buttkicker ist eigentlich Mono. Das heißt, du hast ja kein links, rechts oder oben, unten. Und dann kannst du hier auch mal drauf drücken und testen, ob er geht. Und bei mir geht er. Also er vibriert dann und gibt dir das dann wieder, was du hier an der Stelle eingestellt hast und sagt dir dann, welche Kanäle da sind. Wenn du das getätigt hast, kannst du bei den Effektprofilen, kannst du alles einstellen, was du jetzt für dich für wichtig befindest. Und kannst das Ganze dann auch testen. Ich habe jetzt hier ABS mal angemacht. Ich habe hier an der Stelle meine Lautstärken alle schon gewählt. Soweit, wie ich das bis dato ja, für gut befinde. Und dann kannst du das auch hier testen, ob er dir das auf deinem Buttkicker wiedergibt oder nicht. Und dann kannst du hier alles Mögliche einstellen, was du für, ja, für wichtig und richtig befindest. Bei mir ist es jetzt so, ich habe nur die Lautstärken angepasst. An sich selber in den Devices oder in den Effekten habe ich noch nicht großartig was gemacht, da ich das standardmäßig schon sehr, sehr gut fand. Wie gesagt, ich habe die Lautstärken angepasst, dass ich das so ein bisschen eher auseinanderhalten kann. Und dann bist du hier an der Stelle eigentlich auch schon fertig mit deinem Buttkicker einstellen. Du wirst wahrscheinlich das ein oder andere Mal hier in die Option gehen und ein bisschen deine Schieberegler links, rechts verschieben. Aber da wird jetzt nicht großartig was vonnöten sein, erstmal am Anfang, um es in Betrieb zu nehmen. Um deine Einstellung zu finden, wirst du ein bisschen Zeit brauchen. Ich würde jetzt erstmal mit dir kurz auf die Rennstrecke gehen und dann kannst du dir das Ganze mal beim Fahren anhören und auch gleichzeitig sehen. Also, let's go. So, wenn wir jetzt im Auto sitzen, haben wir, bei mir ist jetzt Folgendes an. Ich mache jetzt mal die Zündung an. Das Auto bewegt sich ja noch nicht und ich drücke jetzt mal den Zünder. Und du merkst jetzt so ein, um dir das zu beschreiben, so ein leichtes Vibrieren unterm Hintern, weil der Motor, der läuft jetzt gerade. Ich fahre jetzt mal hoch zwischendurch. Und du kannst ja anhand der Revs, die hier stattfinden, merkst du halt, wie der unter dir, der Buttkicker immer so ring, ring, ring. Und du merkst halt die Vibration des Buttkickers. Wenn wir jetzt mal rausfahren,
Ich lasse das Mikrofon jetzt erstmal nur hier bei mir an der Brust, währenddessen ich hier drinnen sitze. Und ich werde dir nachher auch noch unten drunter mal ein Mikrofon hinlegen, dass du dir vorstellen kannst, wie laut er ist. Also du merkst jetzt hier die Curves. Das vibriert sogar bis vorne in die Beine rein. Ja, du merkst halt jetzt bei mir an der Stelle den Motor vibrieren. Du hast jedes Mal so einen richtig schönen großen Ruck im Hintern, wenn du schaltest. Also ich finde persönlich die Shift... Ich finde sogar die Shifter sind lauter als der Buttkicker. Ich muss dazu sagen, mein Buttkicker läuft auf ca. 22%, weil ich dadurch, dass ich natürlich ein bisschen meine Nachbarn am Anfang verärgert habe und das sehr doll laufen lassen habe, taste ich mich jetzt so ein bisschen langsamer ran, um rauszufinden, wie sehr sie das stört und wie sehr nicht. Wir haben auch Telefonnummern ausgetauscht, damit sie anrufen können, wenn es zu laut ist. Also wir sind da im Austausch, um das zu regeln. Aber um zurückzukommen zum Buttkicker, jetzt gerade spürst du hier die ganzen Schlaglöcher in der Straße. Jetzt beispielsweise, wenn ich mal richtig schön in die Bremse reinknall und ich bremse ins ABS, fängt der Buttkicker an, richtig doll zu vibrieren unterm Hintern, um dir wiederzugeben, ah, hier, Maga, du bist im ABS. Was ich total klasse finde, weil wir möchten ja aufgrund eines Bugs in iRacing beispielsweise kein ABS auslösen, weil das nicht gut für die Reifen ist. Aber grundsätzlich ist das hier wirklich was unglaublich Schönes, weil auch dieses Schalten, dass dein Auto so, dass der Buttkicker ist so, der macht so einen richtigen Ruck und die Straße spürst du, ABS, Traktionskontrolle, wenn dein Auto beispielsweise flöten geht. Das habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Buttkicker drauf, sondern auf den DIY-Buttkickern, wozu wir dann in einem anderen Video nochmal kommen und ich dir das da genauer erkläre. Aber jetzt hier gerade in dem Moment hast du wirklich das Gefühl, auch wenn du in der Simulation sitzt, dass so, naja, du fühlst dich schon mehr, als wenn du auf der Straße im realen Leben fährst, weil dein Auto dir noch mehr Feedback gibt. Und das ist wirklich total großartig. Ich werde jetzt mal ein Mikrofon unten bei dem Buttkicker hinlegen, damit du dir das mal anhören kannst. Und ich werde da mal kurz meinen Schnabel halten. Und dann kannst du dir mal ungefähr ausmalen, wie laut das ist. Was ich dir aber trotzdem noch empfehlen möchte, bevor wir diesen Test gleich machen, hol dir bitte solche Eduflex-Geschichten, falls du nicht unbedingt in einem Keller wohnen solltest und das ganze Haus für dich alleine hast und du Nachbarn hast, hol dir solche Eduflex-Dinger, denn das sind wirklich Lifesaver. Denn es kommt nahezu fast keine Vibration mehr aus dem Rig in den Boden und du kannst das dann für dich zu Hause nutzen, weil ansonsten durch die Vibration, ja, es ist schon so ein kleines Gerummel, was dadurch entsteht und die Eluflex-Geschichte, die regelt das dann für dich. Also, lass uns mal ein Mikrofon unten hinlegen, dass du dir das mal anhören kannst und dann geht's gleich los. Also Leute, ich werde jetzt das Mikrofon, was ich hier in der Hand habe, direkt unter den Buttkicker legen, auf den Boden und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie laut das ist. Ja, und mit diesem Dreher machen wir den Test hier auch finito. Starke Runde auf jeden Fall. Wir kommen jetzt mal zu den positiven Dingen und den negativen Dingen an dem Buttkicker und mein Fazit. Also raus aus dem Rig und rein in den Raum. Wenn wir jetzt mal zu den positiven und den negativen Sachen vom Buttkicker kommen. Für mich ist positiv, dass wir noch mehr Immersion in das Auto kriegen und noch mehr Feedback, was ich persönlich sehr, sehr feier beim Fahren. Ich finde es total schön, dass man die Motorvibration spürt und man wirklich das Gefühl hat, noch mehr in diese virtuelle Welt gezogen zu werden. Oder beim Schalten, dass der Sitz einfach dir den Gangwechsel mit wiedergibt. Oder dass du merkst, wann du ABS an hast, was ich vor kurzem einfach ausgemacht habe bei iRacing, dass ich in den GT-Fahrzeugen immer meine Bremse bei 75 limitiert habe, bei 75% Bremskraft. Ich jetzt aber das so eingestellt habe, dass mir ab 75%
80% Bremskraft, der Buttkicker sagt, ey, du, ABS geht gerade an. Und somit kannst du dich selber auch noch erziehen, dich mehr aufs Fahren zu konzentrieren und bessere Ergebnisse rauszuholen. Des Weiteren finde ich sehr positiv, dass du in der Box alles drin ist und es wirklich super, super simpel ist, das anzuschließen. Du legst halt ein Kabel, steckst das in den Verstärker rein, machst das Ding an, kannst mit der Fernbedienung alles einstellen, dann bist du eigentlich fertig und kannst loslegen. Stellst ein paar Sachen in SimHub ein, Feineinstellungen musst du dann für dich rausfinden, was du am besten findest, und dann kannst du einfach loslegen. Das heißt also, wenn du dir für 359 Euro out of the box dieses Produkt kaufst, hast du gar keine Probleme. Kannst du das günstiger umsetzen? Ja. Und das wirst du auch in den nächsten Tagen nochmal sehen, denn ich habe das Ganze nochmal in DIY an meinem Rig verbaut. Und dann werden wir das Ganze auch sogar nochmal vergleichen, und dann kannst du für dich entscheiden, ob ein Buttkicker was für dich ist. Und du dir einfach sagst, ey, ich mag das einfach, mir was zu kaufen, auszupacken und reinzugehen. Oder ob du lieber ein bisschen fitzeln möchtest, Geld sparen möchtest und auf die DIY-Variante gehen kannst. Ich habe zwei Sachen, die ich persönlich etwas negativ finde. Das ist aber mehr so Kleinigkeiten und ich würde sagen schon Meckern auf hohem Niveau. Erstens, wir haben so ein bisschen Spulenfiepen im Verstärker drin. Ich finde das persönlich echt nicht so schön, dass das Ding so viel Rabatz macht und da die ganze Zeit so ein Pfeifen drin ist. Ich meine, wenn du nachher die Kopfhörer aufsetzt, wirst du es nicht hören, aber es ist trotzdem ein unangenehmes Geräusch, was du hörst, wenn du an den Rechner setzt und noch keine Kopfhörer aufhast. Des Weiteren gefällt mir auch nicht, dass wir die Klemme, die wir benutzen können, um an Dinge ranzugehen, nicht abbauen können. Das heißt, du hast immer diesen, ja, Klotz unterm Sitz oder irgendwo dran. Und ich sag mal, wenn man es nicht brauchen würde, wäre es ganz nett, wenn man das abbauen kann. Und es ist leider nicht wirklich möglich. Das heißt, du hast immer diese Klemme mit dran, auch wenn du dir es unter den Sitz machst. Also ich würde es schön finden, wenn das in der Zukunft eventuell möglich wäre, dass dem Kunden geboten wird, dass er das abschrauben kann. Das wäre prima. Also was ist jetzt mein Fazit zum Buttkicker? Ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich hätte mir gewünscht, dass ich das früher gewusst hätte, denn für mich ist ein Buttkicker oder dieses haptische Feedback ein absoluter Gamechanger. Ich bin ein so, so großer Fan davon geworden, dass ich mittlerweile nicht mehr ohne fahren kann. Ich finde es so schön zu merken, wann dein Auto am Limit fährt, dass du die Straße merken kannst, dass du die Curbs noch extra fühlen kannst, das Schalten, das Vibrieren des Motors. Es ist einfach vollumfänglich eine unglaublich tolle Geschichte und ich kann das jedem nur wärmstens empfehlen, sich sowas zuzulegen. An der Stelle noch ein ganz kleiner Hinweis für euch. Dankeschön an der Stelle an Kalle Kuhlmann von Grid & Go, der mir einen ganz kleinen Tipp gegeben hat. Ich habe mir nämlich Eloflex unter meinen Rig gebaut und das sind industrielle Entkoppler, nenne ich sie jetzt mal, die du dir unten drunter schrauben kannst und die sehr viel Vibration wegnehmen. Ich hatte ja vorhin kurz erzählt, dass meine Nachbarn sich beschwert hatten, dass sehr viel Vibration und sehr viel Lautstärke nach unten gekommen ist. Ich habe mir jetzt 4 Stück davon unter meinen Rig gebaut. Mittlerweile habe ich 5 Buttkicker an meinem Rig dran und man hört nichts, gar nichts. Und das möchte ich dir empfehlen. Denn die Gerätschaften findest du unten in der Videobeschreibung, je nachdem, welche du kaufst. Ich habe jetzt für meine 90 Euro bezahlt, kann ich dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Und wenn du all diese Sachen beachtest, wirst du dich wundern, wie viel mehr Spaß du haben wirst, wenn du das Ding am Ende an deinem Rig dran hast. Lass mich doch mal wissen, ob du selber schon mal mit einem Buttkicker gefahren bist, ob du Interesse hast, dir auch einen Buttkicker zuzulegen und wie dir das Video gefallen hat. Und das schreibst du mir unten in die Kommentare. Währenddessen, wenn du das machst, haust du noch einen Daumen rauf, hoch oder runter, je nachdem, wie es dir jetzt am Ende gefallen hat. Und dann teilst du das Video. Aber heute machen wir es nicht mit deiner Zimmerpflanze oder mit deiner Katze. Heute tust du mir einen Gefallen und zeigst es mal deinen Eltern. Und dann fragst du die mal, Mensch, was haltet ihr da davon, dass wir sowas mittlerweile haben? Oder guckt ihr noch QVC? Dankeschön, dass du dir das Video angeguckt hast. Bis denn, Dansen. Tschüss.